Hey ho, Schnuckis! Willkommen an einem anderen Sample-Montag. An einem neuen. Ihr wisst schon Bescheid, Leute. Ich habe wieder fünf Parfumproben hier liegen, die wir uns zusammen zu Gemüte führen. Wir gucken mal, was das so ist, wie das so riecht und so weiter und so fort. Und vielleicht entdecken wir hier den neuen Superduft. Mal sehen. Oder besser auch nicht für unser Parfum. Portemonnaie ist das auf jeden Fall besser. Es ist schon ein Parfum-Portemonnaie. Okay, Leute, wir legen direkt los. Ich habe hier fünf Proben. Guckt mal. Und zwar habe ich die bekommen von Fräulein Rotfuchs, von Janine. Ich verlinke mal ihren Instagram-Account hier unten in der Infobox. Wir schicken uns ab und zu mal was hin und her, so Düfte hier und da, tralala. Das ist jetzt schon etwas her, dass ihr mir die geschickt habt und ich habe alle schon mal gerochen, aber kann mich auch wiederum an die meisten gar nicht mehr so richtig erinnern. Ja, an ein, zwei schon. Also es ist kein First Impression, sondern eher eine Second Impression. Und ja, das gucken wir uns jetzt mal an, wie ich das heute fühle. Das sind alles Nischendüfte, ich glaube, bis auf Augustus oder Augustus. Augustus oder Augustus. Ich weiß es nicht. Ich habe es mir schon mal aufgerufen, die Sachen. Ich habe jetzt noch nicht reingeguckt in die. Es gibt keine Aussprache hierzu. Avgustos. Also es wird mit V geschrieben, aber das machen die ja auch öfter mal. Auch Profumum Roma macht auch immer aus ihrem U ein V. Ich weiß nicht wieso, was das zu bedeuten hat. Es ist jedenfalls von Chorus. Und ich bin ready. Ready. Chorus hat ja Düfte. Das ist ein Eau de Toilette, glaube ich, immer bei denen. Okay. Frisch. Vielleicht feige. Könnte das vielleicht sein? Wäre so mein erstes so. Riecht nach Urlaub definitiv. Also ich finde, es riecht. Ist bestimmt feige drin. Oft habe ich bei feige die Assoziation Urlaub. Also so ein. So. Toskana. Bisschen, wisst ihr? So die Richtung. Ganz bisschen Saunaaufguss. Riecht sehr schön. Lass mal schauen. Lass mal gucken, was uns Parfumo dazu sagt. Ich schreibe das unten in die Infobox und kriege gerade einen Anruf. Wie so oft. Das waren gerade meine Eltern. Die fahren nämlich jetzt los nach Irland. Die verrückten Hühner. Also, voll geil. Wart ihr schon einmal in Irland? Ich noch nicht. Also, ich weiß nicht. Ist auch so. Ich stelle es mir halt irgendwie geil vor, aber halt auch voll kalt. Ihr wisst ja, ich bin ja eher der Typ Mittelmeer, ne? Wisst ihr ja, ne? So, ich habe in der Zeit beim Telefonieren schon mal geguckt, was hier drin ist. Und es ist halt voll witzig, weil es ist eher nicht die Toskana, sondern vielleicht eher. Wo gibt es den Lavendel? In der Provence oder wo? Frankreich. Aber Chorus ist, glaube ich, auch Frankreich, oder? Sind das Franzosen? Oh, nee, es sind Griechen, aber. Okay. Also, Kopfnote: Bergamotte, Lavendel und Mandarine. Feige, Orangenblüte und Zitronenblatt in der Herznote. Und Ambra, Moschus und Zeder in der Basisnote. Ich glaube mittlerweile dieses. Was ich immer als Saunaaufguss betätigt habe, das ist echt Ambra. Riecht sehr schön. Schöner Feigenduft, definitiv. Weiß nicht, wie der von der Haltbarkeit ist, ne? Weil Eau de Toilette von Chorus, die sind auch nicht so teuer. Keine Ahnung, habt ihr schon einen von den Düften? Lasst mich das mal wissen. Ich hatte ja noch diesen einen auch schon mal gerochen. Irgendwas mit Pepper oder so. Ja, war auch ganz nett. Ne? Also. Kann man machen. Dann nehme ich hier mal als nächstes Scarlet Poppy von Jo Malone.
Ich hatte ja gesagt, ich hätte Lust auf Jo Malone Düfte, nachdem ich den Red Hibiscus so toll finde. Wow, ganz schön süß am Anfang. Zucker. Ich habe noch kein Regal hingebaut. Kommt noch, damit das dann da schön drapiert sein kann. Ich mache mir gar keine Vorstellung, was hier drin ist. Es ist süß, sehr süß, aber irgendwie kalt. Also nicht gourmand, karamellig, vanillig süß, sondern blumig, kalt süß. Ha! Iris. Ganz bestimmt. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Immer wenn ich schon sage kalt und blütig, dann kommt als zweite Idee, das ist bestimmt Iris. Und, aber eben in der Kopfnote, also beim ersten Schwung war es nicht die Iris, die ich gerochen habe, aber jetzt kommt Iris. Jetzt ist es wahrscheinlich sonst immer nur keine Iris, dann lache ich mich tot. Ja. Aber ich finde, der verflüchtigt sich sehr schnell hier auf dem Stäbchen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, boah, krass, ich rieche hier dies, ich rieche hier das. Und wartet, ich hole ihn mal. Ich hole mal den Scarlet Poppy. Von der Bewertung bei Parfumo, not bad. Ambrette. Heliotrop, türkischer Mohn und Iris. Tonkabohne, Feige und Gerste klingt extrem geil. Oder jetzt sagt man ganz ehrlich, also ich kann mich auch erinnern, dass als ich die so zwischen Tür und Angel alle probiert haben, dass ich gesagt habe, Scarlet Poppy finde ich ganz geil. Tonkabohne, Feige und Gerste. Richtig cool in der Dingens. So ähnlich wie Rolling in Love von Dingens. Von Dingens, ne? Von Kilian finde ich nicht. So ähnlich wie Lost Cherry. Sorry. Und Armani Privé Rouge Malachite, den habe ich auch. Nö. Nö, finde ich nicht. Finde ich nicht. Scarlet Poppy. Sehr schöner Duft. Ja, die Janine, die hat einen guten Geschmack. Eau de Basilic Pourpre. Ach, das ist, glaube ich, von Hermès, ne? So ein grüner Flakon, meine ich mich zu erinnern. Und Eau de Basilic, also das wird Basilikum sein, wahrscheinlich mit irgendwas Frischem gemischt, schätze ich mal. Ist ja oft, ne? So vielleicht mit Orange oder irgendwas in die Richtung. Oh nee. Nee, das gefällt mir nicht. Das ist Saunaaufguss für Männer. I don't like. Nee, 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 das mag ich. Das ist mir schon nein. Ihr wisst das für Männer und für Frauen, das spielt keine Rolle. Jeder kann ja tragen, was er möchte. Aber ich finde es sehr herb. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr herb. Sehr maskulin. Und sehr kräuterig. Ja, sehr kräuterig. Aber irgendwie, also es gefällt, würde mir auch nicht an meinem Mann gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist nicht abstoßend oder so, es ist nicht hier Ravensdonker-mäßig oder so, sondern und auch nicht Erba Pura, das ist ja so, das sind ja so Würgereiz-Parfums für mich, ne? Ist okay, wenn ihr die mögt, kein Ding, also wirklich, ne? Fühlt euch nicht angegriffen. Ich gucke mal. Basilikum, Bergamotte, Gewürze, Rosengeranie, Patchouli. Obwohl, jetzt kommt von diesem ersten Böp, ne, diesem herben, mir zu maskulinen, kommt jetzt irgendwas Frisches. Jetzt kommen hier richtig Gewürze am Start, Leute.
Ist das irre? Ich liebe Parfums, Leute. Ich finde es so geil, weil jetzt verändert sich das gerade. Jetzt hat es für mich gerade so einen Hauch von Tee-Charakter. Total interessant. Wie gesagt, eben gerade habe ich erst gedacht, Igitt, das würde ich nicht probieren, aber das witzig, wie sich das jetzt irgendwie verändert. So, dann habe ich den wollte ich unbedingt testen. Cedrat Ceruse. Wir wissen beide nicht, wie man es ausspricht. Warte mal, ich rufe mir das mal auf. Ich gucke noch nicht, was da drin ist, aber vielleicht sagt uns ja Parfumo, wie man es ausspricht. Oh, Aussprache. Ah, Cedrat Ceruse. Cedrat Ceruse. Von Artisan Parfumeur. Meine Herren, das ist ein grüner Saft, ein grüner Juice. Das ist bestimmt grün. Ja, das klang so mega geil. Das ist auch irgendwas Kräuteriges. Janine steht gerade so aufs Kräuterzeug. Kräuterhexe. Nein, Quatsch. Oh, ich finde das voll toll, wenn man so Instagram und YouTube Bekanntschaften hat und mit denen man so sich so austauschen kann und so Sachen halt, ja, sich. Ich meine, ich habe hier keinen in meinem Umfeld, mit dem ich über Parfum reden kann. Das mache ich mit euch und das mache ich mit Leuten wie Janine zum Beispiel, ne? Ja, das ist sehr, sehr grün, sehr frisch und kräutrig und jetzt kommt hier auch, finde ich, also ich kann das mit den Kräutern schlecht einschätzen. Ich kann auch nicht sagen, was es ist oder so. Aber jetzt kommt was Zitroniges. Irgendwas hat ein kleines bisschen was vom Avocado Co-Wash von Lush jetzt. Ja. Komm, lass uns mal schauen. Cedrat Ceruse. Was sind das? Franzosen oder was? Jetzt ich wieder. L'Artisan Parfumeur, natürlich Frankreich. Ach genau, das war das. Ja, das war das, was so mega interessant klang. Anis. Also Anis, Entschuldigung, bitte. Oh Gott. Ich liebe Fenchelkümmel-Anis-Tee. Entschuldigung, warum muss ich jetzt so lachen, sage ich euch nicht. Anis, Fenchel, Moschus, Koriander, Zitrone und rosa Pfeffer ist da drin. Wie so ein kleiner Teenager, ey. Hat sie gerade Anus gesagt? Nein, sie sagt Anis. Entschuldigung, Leute, ist das. Oh, ist das albern, ey. Ja, es riecht echt so auch so teemäßig und so frisch und nicht üblicherweise die Düfte, die ich selber an mir gerne trage. Also ich mag ja gerne, ich mag sehr gerne sehr viel blumig. Ich mag auch süß und ich mag blumig. Wirklich sehr viel blumig. Also Blume ist voll mein Fall. So, und jetzt habe ich Angst. Vom nächsten Parfum habe ich Angst. Und ich hatte das auch natürlich schon gerochen und fand es furchtbar. Und dann habe ich von Fleur, da habt ihr wahrscheinlich letztes Mal das Video am letzten Montag gesehen, wo ich die Fleur-Sachen teste. Da habe ich ja diesen Apricot-Privé, den ich, oh mein Gott, so liebe. Und bei Parfumo stand irgendwie, dass es so ähnlich ist wie Paragon von, wie heißen die nochmal? Initio. Und Janine liebt den, die findet den voll geil und hat mir so die Nase lang gemacht. Und ich fand ihn so eklig. Und finde ich jetzt auch wieder. Initio gibt es tatsächlich auch nur einen, den ich wirklich richtig geil finde. Das ist dieser absolut Aphrodisiak. Und die anderen sind mir alle, das ist ein bisschen wie bei Serjoff und so, das ist mir zu üppig. Und das hat diese Art von Duftcharakter, den ich wirklich überhaupt nicht mag. Hier ist auch Oud drin, das weiß ich, das habe ich noch im Kopf.
Wobei bei dem Apricot Privé von Fleur auch Oud drin ist, aber stört mich nicht oder ich merke es nicht. Wie auch immer. Entschuldige, ey. Reiß dich mal im Riemen, Jennifer. Hast dich heute schick gemacht, aber benimmst dich wie Ochs im Walde, ey. Also, jeder, der gesch also gut, jeder hat natürlich ein anderes Empfinden, eine andere Nase, wie auch immer. Aber wer mir erzählen will, das wäre so ähnlich wie das Apricot Privé von Fleur, sorry, also es ist ja wohl. Das sind Welten, das hat gar nichts miteinander zu tun. Also, nicht, ich will jetzt nicht sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Also für mich eindeutig, das eine ist gut und das andere gefällt mir nicht, aber das hat miteinander nichts zu tun. Das ist wieder so einer, da sind so schwere Früchte drin, glaube ich. Ich meine, da ist so fruchtige Noten. Ihr wisst ja, fruchtige Noten sind nicht so mein Fall, aber ich warte, ich gucke jetzt mal. Weißer Salbei, Lavendel und Bergamotte in der Kopfnote. Echt? Ich rieche, ich kann hier nichts differenzieren an diesem Duft. Gar nicht. Ich kann hier gar nichts rausriechen. Pflaume, Palo Santo und schwarzer Pfeffer in der Herznote und Sandelholz und Oud in der Basisnote. Und tatsächlich, wo ich jetzt diese Pflaume rieche, das riecht wie Pflaumenmus. Jetzt ohne Witz, echt. Jetzt gerade in diesem Moment auf diesem Stäbchen Pflaumenmus. Gott, aber Pflaumenmus gehört für mich in den Herbst. Wir sind jetzt hier gerade im Frühling, Sommer, also wahrscheinlich, ja, wir sind im Sommer. Jetzt will ich keinen Pflaumenmus, aber ich habe jetzt Appetit. Oh, ich könnte jetzt ein frisches Brötchen essen mit Butter und Pflaumenmus. So ein richtig schönes frisches Brötchen. Aber mir gefällt der Duft trotzdem nicht. Auch wenn ich jetzt Lust auf Pflaumenmus kriege, gefällt mir das gar nicht. So, dann nehmen wir uns doch mal unsere Schnipse hier nochmal vor. Chorus. Haut mich nicht um. Ist nett. Ist angenehm auf jeden Fall. Ist aber auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, ich muss es unbedingt auf der Hand testen. So was Ähnliches kenne ich schon. Und kriegt für mich auch jetzt so einen leichten maskulinen Touch. Wäre jetzt einfach auch kein Parfum, was für mich was Persönliches wäre. Man kennt ja mittlerweile seine Vorlieben, wobei die sich natürlich auch deutlich ändern. Ne? Also, was ich jetzt, wo ich jetzt sage, naja, finde ich okay, kann sein, nicht, dass ich sage, in einem halben Jahr mega. Schön, schön, werde ich aber weitergeben. Auf jeden Fall. Ja, ist aber nett, bleibt so feigig, frisch und super angenehm. Dann habe ich ja hier Scarlet Poppy. Scarlet Poppy mache ich mir jetzt auf den Arm, auf der Hand. Wobei es jetzt hier auf dem Stäbchen ganz uninteressant geworden ist. Also das ist sehr, da bin ich mal gespannt. Bei Jo Malone, ich habe ja diesen Red Hibiscus, ne? Oh, der Leute, ey. Der ist so toll. Ich schlafe mit dem. Ich kann den überall tragen. Ich finde den so toll. Und es ist ganz lustig. Ich nehme ja Düfte oft dann auch nicht mehr so wahr, wenn man sehr viel. Neulich hat meine liebe Mitarbeiterin zu mir gesagt, ja, unsere Nasen sind eh verkorkst. Und es ist tatsächlich so, weil ich sprühe mich ein und denke, ich rieche davon nichts. Und dann gehe ich zum Beispiel zu meiner Schwester und habe da meine Jacke vergessen. Und sie sagt, ihr ganzes Haus riecht danach. Und ich nehme das gar nicht mehr wahr. Sie nimmt zum Beispiel gar kein Parfum. Sie sagt, ihr ganzes Badezimmer hat nach meiner Jacke nach Red Hibiscus gerochen. Ne? Oh, die Iris. Du liebes, mir war doch Iris drin, ne? Oh. Ho, ho, ho. Hi, Iris. Ich liebe ja Iris, Leute, ne? Die kommt aber mit einer Wucht hier raus gerade. Oh, geil. Bin gespannt, wie sich das auf der Hand entwickelt jetzt. Also da bin ich echt mal gespannt. Wow. Die, oh, das ist aber fast eine warme, cremige Iris, nicht so eine. Iris ist ja sowas ganz Besonderes, finde ich. Ich finde, das ist einer der besondersten Duftnoten, die ich kenne. Das gefällt mir
Was haben wir hier? Ah ja. Basilikum von Hermes. Riecht volle Kanne nach Tee gerade. Finde ich auch angenehm jetzt, ne? Zuerst war es ja so Igitt. Jetzt finde ich es angenehm, aber es ist trotzdem auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, ich will das auf mich sprühen und will das testen, weil das ist kein Duft für mich. Also, wenn ihr so frisch, kräutrig, ich weiß zum Beispiel, dass Janine davon begeistert ist, weil sie eben total auf diese frischen, kräutrigen Düfte steht und auch an sich selbst die gerne trägt. Also, dann ist das vielleicht was Interessantes für euch. Ist es für mich, hat das jetzt extrem Teecharakter. War da Tee drin? Lass noch mal schauen. Basilikum, Bergamotte, Gewürze, Rosengeranie und Patchouli. Das ist natürlich immer, wenn da Gewürze steht, das kann natürlich alles bedeuten. Ne? Also es ist ja, ist aber schön. Also ist schön, gebe ich aber weiter, weil das wird nichts jetzt für mich sein. So, dann haben wir, wartet, ich muss mal gucken, wie man es ausspricht. Es heißt Cedrasiruse. Ist auch sehr, sehr frisch. Ist auch nichts für mich. Also ist nichts für mich. Ich werde es jetzt mal testen auf der Hand, weil es doch so super interessant klingt mit seinem Anis und Fenchel. Ich glaube aber nicht, dass das ein Duft ist für mich. Den würde ich aber vielleicht noch. Naja, wir gucken jetzt mal, wie er auf der Hand, was er auf der Hand so macht. Ob ich den abgebe oder behalte. Der erinnert mich an irgendwas. Wartet, wartet, wartet. Ich habe sowas schon oder schon mal gerochen. Es riecht so gut. Oh, es riecht so gut. Es kommt jetzt auch. Erst kommt dieses. Wahrscheinlich ist es halt Fenchel und Anis, was ich am Anfang habe, was ich jetzt aber auch nicht. Könnte ich nicht einen Finger drauflegen, dass das ist. Und dann kommt dieses Zitronige. Dieses. Es ist wirklich extrem ähnlich dem Avocado Co-Wash. Dieses, was jetzt kommt, dieses so zuckersüß gelb. Lecker. Es ist schon wirklich lecker. Also den würde ich auch auf jeden Fall jetzt noch nicht von der Bettkante, von der Sofakante stoßen. Aber den Paragon ganz sicher. Also. Ja. Nein. Viel zu üppig, zu schwülstig. Dieses, wisst ihr, dieses, den schmeiße ich in einen Topf mit Erbapura und so. Das gefällt mir gar nichts, gar nicht meins. Nein, das ist gar nicht meins. Also der geht auf jeden Fall in die unzähligen Verlosungsobjekte. Oh, der riecht gut. Der Schibbede, Schibbede. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, das ist Avocado Co-Wash in die Richtung auf jeden Fall. Na, Scarlet Poppy, muss ich sagen, lässt sehr schnell nach von der Interessantheit. Vom Wow-Effekt. Diese Iris gerade auf meiner Hand, die sich so, wow, diese warme, geile Iris ist weg. Und jetzt kommt tatsächlich Ähnlichkeit zum Red Hibiscus raus. Blumig, schön, auf jeden Fall schön. Aber schade halt, dass diese Wow-Iris jetzt weg ist, weil die war das Geile daran, ne? Ich würde wirklich sagen, ich schreibe euch hier mal rein, wie der sich entwickelt hat im Laufe des Tages. Auch die Haltbarkeit ist bei Jo Malone ja immer so eine Sache. Wobei, das ist so ein dunkler, so ein Intens, ne? Der Red Hibiscus scheint ja auch so zu sein, dass man den ganzen Tag riecht, wenn meine Jacke im Raum hängt, ja. Ah, dieser Schubidu. Wartet, ich sag's euch nochmal. Er heißt, es wird, das ist richtig peinlich, ne? Cedrasiruse. Der ist schön. Ja. Verstehe ich, dass Janine den mag. Verstehe ich absolut. Ich bin gespannt, wie der sich entwickelt. Auch das schreibe ich euch. Der ist auch gut bewertet mit 8,0 bei Parfumo. Was ja auch immer, ich meine, es sind irgendwelche Leute, die da schreiben und das sind auch nur 10, Be 25 Bewertungen, das ist nicht so viel. Ja. Cidre Cerise. Cidre Cerise.
Merke ich mir nie. Werde ich mir gleich wieder anhören müssen, wie man das ausspricht. Sehr geil. Ich weiß nicht, ob das ein Duft ist, den ich wirklich tragen würde. So ich jetzt. Obwohl ich es mir auch. Ne? Wenn wir jetzt Sommer haben. Oh, das ist, ich bin schon, Leute, ich bin im Urlaub dauernd mit meinen Gefühlen, aber wir fahren halt dieses Jahr nach Schweden und es wird halt ganz anders, als es sonst für mich ist. Weil ich mag halt so ausgedörrte Natur. Mein Mann findet es immer voll bescheuert, aber gerade wenn wir so Spanien und so und wenn das alles so, es ist ja da sehr wenig grün, ne, weil es einfach heiß ist und es ist alles verbrannt, ne? Und das ist, dann würde ich gern sowas tragen, aber wenn ich jetzt nach Schweden fahre und da ist alles saftig und grün, dann brauche ich keinen saftig grünen Duft. Wisst ihr, was ich meine? Oh, ich bin so gespannt, Leute. Ihr kriegt das jetzt schon die ganze Zeit mit, dass ich erzähle, dass ich nach Schweden fahre. Und ihr wisst ja, also ich fand halt Dänemark gar, es hat mir halt gar nicht gefallen. Und was heißt, das war trotzdem ein schöner Urlaub. Ich meine, wir haben eine schöne Zeit miteinander verbracht und das Meer war in der Nähe und so. Alles okay, aber es war halt nicht Italien oder Spanien mittelmeermäßig. Auf dem Boot ins Wasser springen mäßig. Jetzt kommt hier Fenchel. Jetzt kommt auch Anis. Wisst ihr, was jetzt kommt? Jetzt kommt. Oh, krass. Ich verstehe jetzt deine Begeisterung, Janine, wenn du das ja auch guckst, deine Begeisterung für diesen Duft, weil jetzt kommt, wenn ihr auf dem Weihnachtsmarkt, also nicht, dass ihr was Weihnachtliches hättet, versteht mich nicht falsch, aber wenn ihr auf dem Weihnachtsmarkt seid und da hinten ist dieser Stand mit den Bonbons. Ne? Mit den kleinen Tütchen, die jetzt, wo die Tüte mittlerweile so klein ist und trotzdem 6 € kostet. Das kommt jetzt. Der Geruch davon. Mit Avocado Co-Wash von Lush, also mit diesem komischen zitrisch-cremigen, was ich, als hätte man so eine Zitrone, ihr merkt schon, ich habe richtig so einen Speichelfluss. So eine Zitrone in ganz viel, ganz, ganz lange viel Zucker eingelegt. Wisst ihr? Oh, das riecht richtig gut. Ja, extrem gut. Ja, das Jo Malone wird jetzt unspektakulär, würde ich sagen. So nicht schlecht. Überhaupt nicht schlecht. Aber nicht, wo ich jetzt sage, sowas habe ich in meiner Sammlung noch nicht, das brauche ich. Ist okay. Spannend, sehr spannend. Ja, Leute, das war's schon wieder. sehr cool. Ich habe auch noch mehr Düfte von Janine hier liegen. Auch noch mal 5 an der Zahl. Also es passt wieder ganz gut. Und ich habe ja von meiner anderen Abonnentin, die mir was geschickt hat, ja auch noch welche. Und einen Haufen anderer Proben hier liegen. Und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich glaube nicht, dass ich das auf lange Zeit durchziehe, dass wirklich jeden Montag so ein Video kommt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber solange ich so einen Run habe und mir das so einen Spaß bringt und ihr auch Spaß daran habt. Die Klicks sind natürlich jetzt nicht weltbewegend. Ich weiß, ihr wollt immer alle Hauls sehen und ihr wollt immer Style and Talk. Kriegt ihr ja auch. Aber es macht halt trotzdem so viel Spaß. Also scheiß auf die Klicks. Kommentiert fein, damit sich das ein bisschen für mich lohnt. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!